begeistern. Hier ist der auffallend gestaltete Paradefuchs im Kleid eines Donnerall. Blue Hors Don Olymbrio heißt er. Der zückt das auch hier, Meister Lamas, meine Damen und Herren, der auch den großen Ferro hervorbrachte. Jazz, der Vater, der führt im aufsteigenden Vaterstamm unsere Hauptwaffe der vergangenen Jahre, Furioso 2, über Cocktail Furioso, Furioso 2. Also wir haben schon in den 70er und 80er Jahren gehörig aushelfen können aus Oldenburg mit diesem Anglo-Normannen aus Kappeln, meine Damen und Herren. Und bitterlicherseits kommt wieder Ferro. Na, und dann kein geringerer wie der großartige Sultan aus dieser berühmten niederländischen Senaida-Linie, die auch Oldenburger Ursprungs ist, hervorgekommen ist, wie dessen berühmtester Sohn, den kennen wir ja auch alle hier bei uns im Raum, Sion, der ja auch ein Sohn des Sultan war. Jazz machte Dressurpferde wie an einer Perlenschnur aufgereiht, führt auch zum zweiten Mal jetzt die WBFSH-Rangliste als Dressurmacher auf dem Weltkonzert, meine Damen und Herren. Und der Europameister Parsival wird uns noch einige Jahre mit Adelinde Cornelissen erfreuen auf oberster Schiene, wie auch das Weltmeisterschaftswert West Point, auch ja ein Jazz. Mutter, Vater, Ferro, wie gesagt, Team Silber bei Olympia 2000. Wieder Martin und Helmut, die sollten wir auch mal so richtig mit einem stürmischen Applaus begrüßen. Die Altmeister der Vorführkunst unserer Oldenburger Zuchttradition. Blue Hors Don Olymbrio. Dreijähriger Neuzugang. Aus dessen Stamm auch diese berühmte Stute Barbria von Tineke Bartels, die Tim Silber bei den Olympischen Spielen 1996 schon errang. Oder OO7 von Rubin Stein, meine Damen und Herren. Die tolle Stute Voice von Edward Gall. Alles aus diesem berühmten Stamm des Blue Hors Don Olymbrio. Dankeschön.